Hallo und herzlich willkommen zu Teil 65 von Sea of Stars. Ja, wir sind hier noch in dieser Himmelbasis, also wenn ihr euch die Karte kurz anschaut, da ganz oben im Weltall sogar. Aber wir müssen jetzt zurück und zwar, wir haben den Katalysator zwar besiegt, der dafür verantwortlich war, dass alle in Serais Welt Cyborgs sind. Und müssen jetzt aber allerdings zurückgehen, weil wir den nicht, also wir können die Steuerkonsole irgendwie nicht kontrollieren, weil wir es nicht kapieren, wie auch immer. Aber wir können die Wolken noch nicht wegmachen, wir müssen zurück. Und es ist doch schön, dass wir endlich mal wieder in unsere Welt müssen. Ihr seht, wir müssen nach Mesa Island zur Uhrmacherin. Ich bin mal gespannt, ob wir da wieder kämpfen müssen. Und es ist ein super Moment, wenn wir dann hinten sind wieder, wenn wir wieder in unserer Welt sind, um ein paar unerledigte Dinge noch zu verrichten. Also, keine Ahnung, zum Beispiel nach Murph gehen und da noch ein paar Sachen upgraden. Hier in die, nicht die Gespensterinsel, die Wächterinsel, zu dem Fischvolk zu gehen. Ich werde aber zuerst nach Mesa Island gehen. Einfach um zu gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie eine Teleportfähigkeit bekommen, was ich jetzt nicht glaube. Was ich mich immer noch ein bisschen frage, was sollen die Ausrufezeichen? Diese Sterne mit Ausrufezeichen. Heißt es Quest oder was bedeutet das? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall würde ich da gern, bevor ich wieder zurückgehe in Serais Welt, noch ein paar Sachen machen. Ein paar Sachen erledigen. Tembokugel Reisnetzwerk online. Eingang zu Sea of Stars? What? Ah, wait. Heißt es deshalb Sea of Stars? Weil es das Sternenmeer ist. Wow. Wow. Okay, das hätte ich vielleicht auch schon 20 Folgen früher checken sollen, dass deswegen das Spiel so heißt. Sea of Stars heißt natürlich Sternenmeer. Aber, naja, immerhin habe ich es jetzt kapiert. Okay, wir sind jetzt hier bei der Station. Ah, okay. Ich verstehe. Wir sind hier ganz am Anfang rein. Ich dachte, das wäre so eine Art Level hier. Aber das ist dann nur die Station, wo es dann die Kugel gibt. So, dann gehen wir mal ins Sternenmeer. In die Heimatwelt reisen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht mehr diesen Zwischenweg gehen. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Das ist ja ganz cool. Oh, krass, tatsächlich. Wir sind direkt bei uns. So, dann gehen wir als erstes nach Mesa Island, wie gesagt, und gucken mal. Auch hier, wie komme ich da hin? Hier gibt es doch auf jeden Fall was. Aber ich verstehe auch nicht, was es da noch geben soll. Wir haben alle Kombos. Das heißt, es gibt keine Combo mehr für uns zu finden. Aber es gibt noch ein paar Sachen. Wenn ihr euch... Wo war denn das? Das war doch hier auf Evermist Island. Wo wir erst eins von fünf Türen geöffnet haben. Wie auch immer. Irgendwas muss es da noch geben. Hier will ich eigentlich nicht hin. Ich will da hin und dann den Weg da hinten hochgehen. Und ins Uhrwerkschloss. Bestimmt kommt auch noch irgendwas mit diesem Vulkan da rechts. Oder Berg. Vielleicht ist ja kein Vulkan. Voll cool, hier so im Abend reinzugehen. Gibt es hier jetzt noch Gegner? Genau, wir müssen ja gar nicht zur Uhrmacherin. Wir müssen zu den anderen Leuten. Zu den Kindern, die hier nicht raus können. Weil wenn sie rausgehen... Altern sie total. Aber wir gehen erst zur Uhrmacherin, würde ich sagen. Die soll uns nämlich einen Tisch bereitstellen. Erstmal ordentlich ernten. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, alles war gerade aus oder war eines links. Es kann sein, dass die Uhrmacherin... Ne, hier war nur... Muss man nur freischalten, um dann nach vorne zu kommen. Oh,
Oh, das war cool. Spannend damals, als wir hier im Uhrwerkschloss waren, als wir gegen Eremiten gekämpft haben. Wobei das leider natürlich dazu geführt hat, dass Gal gestorben ist. Ich glaube, ich packe hier mal Valer rein. Das fühlt sich richtiger an. So, bevor ich mit euch spreche, gehe ich tatsächlich wirklich zur Uhrmacherin. Die war nämlich hier oben irgendwo, glaube ich. War nicht der beste Weg zu ihr auf jeden Fall. Mit der müssen wir dann ganz am Schluss auch noch kämpfen, Räderspiel machen. Weil das wird der absolute Endgegner, ganz am Schluss. So, hier. Der tragbare Rädertisch ist fertig. Ich brauche nur noch Käufer. Ich habe einen Käufer. Ripine, sagt ihr, auf einem anderen Planeten? Interessant, der tragbare Tisch gehört euch für 250 G. Na toll. Habe ich das Geld? Yes, habe ich. Sehr gut. Wir haben einen Deal hier. Tragbarer Rädertisch erhalten. Gut, dass wir den einfach so mit uns rumschleppen. Ich habe zu tun. Das sagt sie nämlich, nee, gell. Ihr wollt mich zu einer Partie Räder herausfordern? Seid nicht albern, ihr habt noch nicht mal alle Champions besiegt. Auch komisch, dass der Typ das Spiel noch nie gespielt hat, dem wir das jetzt bringen, den Rädertisch, aber dann gleich schon als Champion zählt. Was ist bestimmt nur noch der uns fehlt. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass es nochmal eine Stadt gibt danach. So, gut, haben wir das schon erledigt und jetzt müssen wir hier... Oder sieht er älter aus oder sah er schon immer so alt aus? Hey, wie läuft's so? Mein Beileid übrigens. Wir hätten ja an der Zeremonie teilgenommen, wenn das Verlassen des Schlosses nicht unseren Tod bedeuten würde. Schon gut, mach dir deswegen keine Gedanken. Wir brauchen deine Hilfe, Kael. Klar, warum geht es denn? Lange Geschichte, etwas über eine Maschine. Oh, ich liebe Geschichten. Und Maschinen ebenfalls. Schießt los. Früher in Serais Welt. Ah, schade. Ich dachte, wir hören die Geschichte nochmal. Und eine Vereinigung von Sonne und Mond ist unsere einzige Chance, den Eremiten der Schmerzen zu besiegen. Verstehe, deshalb mussten wir so viele Kondensatoren herstellen. Und den Kern des Katalysators? Ich dachte, ich würde ihn nie selbst sehen. Verzeihung, aber es heißt immer noch KI-Kern. Ich habe keine Verbindung zum Katalysator. Wir wissen, ihr könnt das Schloss nicht verlassen. Doch wir haben gehofft, dass ihr anders helfen könnt. Es gibt immer einen Weg. Doch wir brauchen Zeit. Oh, und außerdem den Zauberfolianten. Reißt einfach die benötigten Zeiten heraus. Ich muss auch während eurer Arbeit Aufzeichnungen machen können. Wir werden sofort beginnen. Gebt ihr uns ein paar Tage Zeit? Was auch immer nötig ist, wir nutzen die Gelegenheit und besuchen ein paar alte Freunde. Dann zieht los, wenn ihr zurückkommt, sind wir fertig. Heißt das, wenn wir jetzt auch direkt hochgehen, sind sie auch fertig? Alle mal herhören, wir haben eine Menge zu tun. Wenn ich jetzt einfach wieder hochgehe... Und hier. Zutritt gewährt. Es funktioniert. Gute Arbeit, Kael. Ha, und jetzt haben wir auch Zugriff auf die geheimen Katalysatorpläne. Extrahiert alles. Bin dabei. Bitte seid behutsam. Oder wird es jetzt einfach geskippt, das Besuchen von den anderen? Nee. Ist das die Ruhestätte des Kriegerkochs? Ja, er liebte diesen Baum. Einmal hat er aus seinem Harz köstliche Marmelade gekocht. Gal hat uns stets mit Köstlichkeiten versorgt. Klingt nach einem guten Freund. Dem Besten. Dem Besten. Beste Mensch, Gal.
Du meinst, deine einzige Funktion wäre die Vereinigung von Seelen und Maschinen gewesen? Alles war automatisiert. Ich habe nie verstanden, wieso man mir ein Bewusstsein gab. Die ganze Sache war sehr verwirrend. Ein weiterer grausamer Scherz. Nun, du bist jetzt frei. Wie wäre es mit einem Neubeginn? Ja, eine angenehme Vorstellung. Du hattest recht, alles fügte sich zu den fehlenden Teilen zusammen, die wir gesucht haben. Spitze, dann bauen wir mal im Eiltempo los. Ich würde tatsächlich gern noch ein bisschen da draußen rumlaufen. Murph, oha, guckt euch mal das an, wie viel ist da fertig? Der Moraine, wie er da einfach ist. Ich traue meinen Augen nicht. Ich wünschte, ich hätte mehr mit Reshan gesprochen. Sein Wissen über Alchemie ist einzigartig. Tut es weh, wenn du getroffen wirst? Nicht körperlich. Es nagt an meinem Geist, doch ich bin äußerst entschlossen. Sehr interessant. Ich sollte ein gutes Wort für dich einlegen. Ein gutes Wort. Wenn diese Reise vorbei ist, suchst du womöglich nach einer Bestimmung. Sollte das geschehen, geh zum Ältesten des Nebels. Der Älteste des Nebels. Hä, warum? Hä? Warum? Sollte doch ohnehin nur ein paar Sekunden dauern, oder? Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Komm schon, diesmal ist es für eine gute Sache. Du hast die Instruktion selbst gesehen. Die Himmelsbasis können sie mit Sicherheit nicht alleine umprogrammieren. Sie können es nicht tun. Du weißt, das ist der einzige Weg. Wenn du das für uns erledigst, verspreche ich, dass wir dir eine neue Gestalt geben. Wollen wir gemeinsam eine Welt retten? Ich denke ja. Na bitte. Und unser Design ist ziemlich clever. Du wirst schon sehen. Lade das hoch. Bin dabei. Entschuldigung. Wie einfach die Reshan-Hülle da dabei ist die ganze Zeit. Guten Morgen. Hier in Murph schläft es sich so viel besser. Es ist einige Tage her. Kael sollte bereits fertig sein. Stimmt, wir sollten nach ihm sehen. Ich hätte gern selber noch... okay, wir können... Doch, wir können rumlaufen. Sehr gut. Schön wieder in Murph zu sein. Gucken wir mal, was es so alles gab. Also hier gibt es, glaube ich, nichts Neues. Hier ist es so friedlich. Ich meine, es müsste eigentlich noch ein paar Häuser-Upgrades geben, aber... Ich sollte mal meine alten Freundin Prisk besuchen, um zu sehen, wie es ihnen geht. Ich glaube, ganz gut. Hier, wir haben noch nicht mal jemanden für die Taverne. Wo war denn die Person? Die muss es doch irgendwo geben, oder? In der Nähe. Gar nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob wir sogar vielleicht mal alles nochmal anschauen sollten. Geisterinsel. Bevor wir wieder in Serais Welt gehen. Karls Tod macht mich so traurig. Ja, mich auch. Hier sind noch überall Räume, wo wir noch gar nicht reinkommen. Die Luft ist hier so rein. Das sind alles noch geschlossene Türen. Hey, wer ist das? Alice Moraines Haus ist fertig. Ich bin mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Ich hätte es schon früher aussprechen sollen, aber ich bin wirklich stolz auf euch. Ich denke, ich finde mich langsam als Dorfältester zurecht. Es wird ja auch Zeit, würde ich sagen. Oh, ich weiß nicht. Ja, hier können wir noch nichts machen, oder? Habt ihr irgendwelche Baupläne? Nein. Leider nicht. Wir könnten hier nochmal gucken. Ich denke mal, dass das hier... Aber okay, nee. Ich dachte, das wird abgegradet. Auffälliges Siegel. Segel. Oh, erhöht die Segelgeschwindigkeit. Das wäre doch cool.
Das wäre doch cool. Das holen wir uns, glaube ich, würde ich sagen. Können wir noch ein bisschen. Oder brauchen wir das? Eigentlich brauchen wir es auch nicht, gell? Ein bisschen viel Gold. Für das, dass es eigentlich gar nichts bringt. Nee, ich spare. Auch wenn ich. Oder. Ach komm, scheiß drauf. Wir holen alles. Wir holen alles. Ich guck mal, ob das direkt aktiviert ist. Ja. Oder? Wo ist das hier? Genau, Fische fangen brauchen wir, glaube ich, nicht. Da haben wir genug. Sogar alle. Ah, wir haben sogar alle Fische. Stopp, dann müssen wir da rein. Der gibt uns ja nochmal was. Von dem kriegen wir ja dann nochmal was. Belohnungsliste ansehen. Genau, ab 23 etwas Leichtes. Hey, ihr habt 23 verschiedene Spezies gefangen. Das heißt, ich habe was für euch. Zarter Hammer. Beeindruckend, alle gefangen. Du bist jetzt ein echter Angler. Was ist das bitte? Kobalthammer. Zarter Hammer. Äußerst zart. Hä? Weiß überhaupt nicht für was. Oder hätte man da dann irgendwie statt dem Kobalthammer den zarten Hammer verwenden können? Vielleicht laufe ich doch direkt zum. Oder komme ich? Also gibt es überhaupt die Möglichkeit, nicht noch woanders hinzugehen? Nee, wir kommen eh direkt hin. Perfekt. Also, das wär's. Ich bin bereit. Oh, du bist bereit. Das lassen wir uns nicht entgehen. Aber wir haben nur das eine Exemplar. Also kombinieren wir. Ganz einfach. Kombinieren. Wir waren immer zusammen. Wir lassen dich sicher nicht alleine fortziehen. Aber hier drin werden. Da ist genug Platz für uns alle. Ein gemeinsames Bewusstsein? Das schadet dir nicht, Kael. Du warst immer viel zu ernst. Haha. Seid ihr sicher? Das ist irreversibel. What? Okay, die lassen, machen sich jetzt zu einer Maschine oder was? Denkst du, wir haben uns nicht abgesprochen? Du bist nicht der Einzige, der den Kriegern der Sonnenwende helfen will. Und was, wenn du es alleine nicht hinbekommst? Hahaha. Okay, Primärfunktion aktivieren. Es ist Zeit. Wir schaffen das. Seid mutig, gemeinsam. Jetzt bin ich mal gespannt, was das wird. Von den Kindern ist wahrscheinlich nichts mehr übrig, wenn wir da reingehen. Vielleicht sind sie ja alle auch Cyborgs oder so. Nee. Ich sage ja, das Bewusstsein wird verschmelzen. Kyle? Sie bauen noch einen Katalysator? Jemand da? Hey, ein wenig Hilfe bitte. Den Öffner, wir hätten ihn hier drin anbringen sollen, nicht draußen. Großes Versehen. Aber im Großen und Ganzen nicht schlimm. Hey, tu das nicht. Haha, erwischt. Haha. Ich sehe keinen Öffner. Oh, ist das der große Kerl? Schlag auf die Kapsel, fest. Okay. Hä, die haben sich jetzt tatsächlich alle zusammen zu einem Roboter machen lassen. Ihr komplettes Bewusstsein zusammengefügt. Hätten sie das nicht einzeln machen können? Ich hätte es nicht gemacht, glaube ich. Schon besser. Die Sicht funktioniert einwandfrei. Der Geruch auch. Tut mir leid.
Kael? Ja? Du bist also Kael? Nun, teilweise. Das könnte ein Problem werden. Jetzt brauchst du noch einen Namen wahrscheinlich, ja? Wir sollten uns vereinigen. Neuer Name? Einzelner Name? Einzelner Sprecher? Kael sollte führen. Ja? Nun, okay. Oh, ich weiß es. Gal vielleicht, oder? Nennt sich Gal bestimmt jetzt. Einverstanden. Okay, Zeit für unseren großen Auftritt. Vergesst die Pose am Ende nicht. Ja, genau, du musst die Sache machen. Ich weiß, ich weiß. Lange haben wir geschuftet, um Handwerk und Kunst zu perfektionieren. Zahllose Tage führten uns an diesen Punkt und nun konnten wir uns an Bord unserer eigenen Kreation aus diesem Zeitgefängnis befreien. Vereint werden wir weiterleben. Unsere Kreation soll dem Wohl der Leute dienen. Und dem Bösen in den Hintern treten. Ich bin die Vergeltung. Der ultimative Ingenieur. Die Inkarnation eines Genies. Ich bin... der Handwerker. Okay. Moment, ihr seid also alle da drin? Ha, das war so cool. Psst, lass Kael das Reden übernehmen. Lang lebe der Handwerker. Angenehm, Handwerker. Ein sehr guter Name. Danke euch allen. Hey, also, wir dachten, ihr könntet ein paar Pläne für uns durchsehen. Nun, eins führte zum anderen und es ergab sich ein Weg in die Freiheit. Das nutzten wir. Ich. Außerdem muss ich selbst mitkommen. Die Aufgabe ist viel zu komplex für euch Typen. Nichts für ungut. Ich bin in naher Zukunft nicht kampftauglich, aber ich kann die Himmelsbasis hacken. Bringt mich hin, dann halte ich euch die Wolken fern. Danke, Handy. Ha, wir haben schon einen Spitznamen. Handy, okay. Wie das wohl auf Englisch ist. Dieses neue Leben ist klasse. Hey, still. Oh, tut mir leid. Okay, dann übernehme ich die Beine. Ich nehme die Kamera. Hey, wir sollten gehen, bevor es peinlich wird. Stimmt. Tut mir leid, bitte geht voran. Handwerker hat sich der Gruppe angeschlossen. Triff Handy, ein kleines neues Achievement freigeschaltet. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt so einen neuen Verbündeten. Ein Handy. Können wir da ein Lager eigentlich errichten und mit dem dann im Lager sprechen? Ja, tatsächlich. Bringt mich nur zu dieser Maschine in der Himmelsbasis. Ich erledige den Rest. Wobei jetzt natürlich ist es so, dass sie sich gar nicht, also die Bewusstseine haben sich gar nicht verbunden, oder? Die sind zu fünft mit verschiedenen Bewusstseinen da wohl noch drin, so wie das klingt. Oder es waren doch fünf oder waren es sechs, keine Ahnung. Aber das ist auch wild, wenn ihr wart jetzt erst für Jahrhunderte in einem Raum oder in einem Gebäude eingesperrt und jetzt sperrt ihr euch noch zusammen in einen Roboter ein. Ich weiß nicht, ob ich diese Entscheidung getroffen hätte. Also wenn dieser Katalysator Mensch zur Maschine machen kann, hätte ich das halt bei allen gemacht. Aber okay, denen ihre Entscheidung nicht meine. Das heißt, wir sind jetzt bereit, wieder zurückzugehen. Ich würde aber, bevor wir zurückgehen, würde ich auf jeden Fall mal noch zu den Fischen runtergehen. Einfach um die Regenbogenschnecken einzulösen und dann vielleicht ein paar Upgrades zu holen. Und auch mal zu testen, ob ich noch auf eine von diesen anderen Inseln kann. Weil da gibt es doch noch Zeug. Ich würde auch noch mal kurz auf die Gespensterinsel gehen, einfach um das auch noch mal abzuchecken. Ob da vielleicht der Gastwirt ist. Ich habe es einfach nicht mehr in Erinnerung.
Habe ich Gefängnisinsel gesagt? Ich meine Geisterinsel. Geister heißt doch. Nee, Gespenster heißt's. Keine Ahnung. Es heißt Gespensterinsel, genau. Da will ich hin. Aber zuerst hier runter, Wächterinsel. Um zu gucken, um zu schauen, ob wir uns. Ja, wir können ja auf jeden Fall ein paar Sachen einlösen, um was Gutes hoffentlich zu bekommen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein und tschüss.